Da, schönen Sonntag euch allen. So, hey, schauen wir jetzt einmal nichts Handwerkliches an. Hey, sorge ich meine Äste. Hey, schauen wir uns die Werkstatt an. Ich bin ein paar Mal gefragt worden, wie ihr die Hobby in meine Werkstatt so weiter mal hergerichtet und aufbaut. Dazu muss ich gleich sagen, ich bin noch nicht ganz fertig mit der Werkstatt. Wir haben vor einem Jahr Häusl gebaut und dementsprechend ist auch da unten noch nicht alles fertig und außen noch nicht ganz. Aber jetzt werdet ihr es gleich sehen. Sehr schön. Fangen wir mal gleich mit dem an, was ihr eigentlich in jedem Video seht. Und zwar mit dem Schnitzstück. Das sind einfach Profilleisten, was zugeschraubt ist mit einem Abstand von in etwa 3 cm. Darauf ein Holzwinkel montiert. Daraus resultiert eigentlich das Ergebnis. Jetzt sagen wir mal, kann ich kurz an. Die Kurz da hinten ist Lockgang. Das ist einfach mit einem durchgehenden mit einem Windstamm gesichert. Die Kurz da hinten auf Lockgang. Und dann kann ich es in der Höhe verschieben, wie es braucht. Und die Kurz kann theoretisch auch noch so verdrehen in die Richtungen, wie es haben wird. Und falls mir das nicht gegangen sind, kann ich da unten mit der Kurzschraube nochmal lösen und kann es so auch nochmal dran. Das heißt, das ist jetzt eigentlich eine sehr universelle Aufnahme zum Schnitzen, die relativ einfach bewerkstelligbar ist. Also das kann ich jedem empfehlen, der selber jetzt vielleicht überlegt, ob er ein Schnitzen machen möchte, baut sich sowas. Das da hinten muss gar nicht das Eisen sein. Bei mir ergibt es sich so, aber in meiner alten Werkstatt waren das einfach zwei 10-10er Kanthützel, die ich auf die Decke geschraubt habe und auf den Boden geschraubt habe. Und dann kann man sich so ein Holzwinkel machen. Das ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht schwierig. Grünstandard zusammengeschraubt und dann geht es schon dahin. Das ist das Einfachste, was man eigentlich so mal machen kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich schnitze so gut wie fast alles auf dem Schnitzbock. Wenn wir schon am Schnitzbock sind, dann schauen wir gleich zum nächsten. Ich habe noch einen zweiten. Jetzt haben wir mit dem zweiten Schnitzgestell angelangt. Das habe ich bestellt beim Geiselner Roder, Schnittstuhl oder Geiselner Roder. Haben sie oben auch in jeder Klasse rein. Der ist auch sehr sinnvoll, ist gewaltig verarbeitet und den nehme ich hauptsächlich für Reliefarbeiten. Sprich, wenn ich da hin schnitze, wenn ich irgendwas habe, was flach ist, was vollflächig hinten auflegen soll, dann nehme ich meistens den her. Ein paar kleine Sachen dazu, zack, ich kann das da unten lösen. Man kann das in jede Stellung bringen, kann es schief stellen, kann es gerade nach vorne stellen oder eben auch komplett zurücklegen. Wenn ich da hinten den drauf löse, dann ist der Tisch mal locker und dann kann ich einfach in der Hälfte stellen durchs Auf- und Abschrauben. Ich glaube, so weit kann ich es mir vorstellen, dass das irrsinnig praktisch ist. natürlich ist das ein bisschen eine Investition, die was man mal gemacht haben muss oder was man auch machen muss. Der hat rundherum, je nach Ausführung, kostet er so um ein Tausender. Umherum, variiert natürlich. Aber, wie gesagt, wenn man viele Reliefsachen macht und so, finde ich den ganz, ganz gewaltig. Mega Sache. Sind wir gleich zum nächsten Wasen? Meine Schleifstation. Meine Schleifstation, die habt ihr ja schon gesehen, habt ihr sicher öfter gesehen in meinen Videos, natürlich auch bei dem Video vom Messerschleifen. Und die ist einfach auf einem massiven Kostenbau, sage ich mal, aufgesetzt, wo ich 3 Schuhe drin habe. Das Ganze ist auf Roll. Das heißt, ich lasse es bewegen. Ich kann es überall in meinen Werkstatt holen. Was ich auch gerne tue, nämlich gerade dann, wenn ich gerade beim Fertigen bin, beim Sticke und jetzt sind die Feinheiten zum Schnitzen, dann ist es ja ganz oft zum schnell nachpolieren, schnell ein bisschen nachschleifen. Da braucht man einen guten Schneid. Und dann finde ich es total geil, wenn immer das Wagen dazwischen kommt zu meinem Sticke. Und ich brauche nur schnell umdrehen und das machen und das schleifen. Ist so eine total feine Sache. Drunter 3 Schuhe ist einfach, sage ich mal, Storage, das braucht man.
Das wird sich ein bisschen, das zieht sich ein bisschen durch. Oder habe ich probiert, probiere ich ein bisschen zu machen, dass mein Werkstatt immer ein bisschen modular bleibt. Da ich gerade viele verschiedene Projekte immer wieder habe und ich an verschiedenen Plätzen arbeite, eben das Prozesskampf, die zwei Schnitzböcke an der Traxelbank oder halt auch einfach mitten im Raum, weil es ein so großes Projekt ist, wie die Katrin Lady, muss ich in dem Video gezeigt habe. Ist mir das wichtig, dass ich alles selber ein bisschen zum Schirm und zum Holen kann, dass meine Wege auch irgendwo kurz bleiben. Dann haben wir noch eine Waschstation. Ja, das ist einfach nur Waschbecken. Mehr gibt's da gar nicht zu sagen. Hinten ist noch ein Klo drin. Da oben sind wir wieder an dem Punkt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video so ein bisschen kurz sieht. Schauen wir mal. Da oben ist noch einiges frei. Da sieht man jetzt wieder, die Werkstatt ist noch nicht fertig. Auch beim Klo verfällt noch die Verkleidung und so. Da oben wird wahrscheinlich mal ein Kompressor aufgekommen, auf der rechten Seite. Gut eingemacht, dass er erstens leise ist, zweitens vom Staub geschützt ist. Und linker Hand ist noch Fenster hinten zurück. Und da wird halt einfach so ein bisschen Lagerraum. Muss ich auch noch so verbauen, dass man es vielleicht nicht so gut sieht. Weil, ich sag zwar eure Werkstatt, weil mir das andere Wort auch nicht so geläufig ist, aber ich sehe eigentlich meine Werkstatt aus Atelier. Atelier sagt man so bei den Künstlern, oder? Und Atelier ist eigentlich Werkraum, Wohnraum, also eine Kombination. Von dem her finde ich es, wenn man kreativ arbeitet, total wichtig, dass man sich darin so wohl wie irgendwie möglich fühlt. Und nicht sagt so, 16 Grad in der Werkstatt, wo ich die Jacke habe. Zum Beispiel, nein, es wird schon fein sein, es wird schon alles angenehm sein. Meine Planwand. Knorrige Metall, Schreibwand, weiß nicht, wie man sagt. Magnetisch, Magnetwand, so. Da schreibe ich einfach die Sachen auf, wie ich sie zu machen habe. Ist gerade auch ganz wichtig, wenn ich noch wieder Schnitzkurse mache, dass ich da einfach was erklären kann, was aufzeichnen kann. Die ist super. Die habe ich noch nicht so lange. Die habe ich erst vor zwei Monaten oder so gekriegt. Dann haben wir noch einen Werkstattwagen. Felsach ist ein ganz klassischer Werkstattwagen, wie man es halt für die Mechanikerwerkstätten und so auch kennt. Wiederum gleich für die, wieder mein Steifgestühl. Wichtig, der geht zum Motorschirm. Da lege ich mir die Schnitzmesser auf, was ich gerade für das Projekt brauche, was ich gerade mache. Sind es Schnitzmesser, sind es die Form oder das Zeug zum Schleifen. Das Werkzeug, was ich wirklich gerade brauche und gerade in der Hand habe, liegt immer da drauf. Und wenn es euch gefällt, dass das Gestühl da hinten ist, da kann ich mir halt auch mal eine Vorlage aufklemmen oder aufzwingen, damit ich das immer alles im Blick habe. Dann hinten seht ihr, da sind meine Schnitzmesser drauf. Das ist für mich einfach so schön aufbereitet und dass immer alles griffbereit ist. Ich bin natürlich ein Schnitzer, aber die Schnitzmesser ist das Wichtigste. Wenn ich nur erst da oben schaffe, ein Werkstatt-Hocker. Der ist total geil. Ja, ich werde feststellen, wenn es anfängt zum Schnitzen, ich bin ein Mensch, oder ich bin beim Schnitzen so, dass ich eigentlich alles im Stehen gearbeitet habe. Nicht, weil ich heute den Werkstatt-Hocker besorge, damit ich mich doch ab und zu einmal hinsetzen kann. Und trotzdem gut beweglich sein, weil gerade beim Schnitzen ist sehr, sehr wichtig, oder ist für mich sehr wichtig, dass ich immer wieder abkoppeln anschaue, am Anfang ordentlich wegkomme von meinem Projekt. Dass ich einfach wegkomme, mal so weiter anschaue, mal ein bisschen weiter umrollen, mal von der Seite gescheit anschauen und dann kann ich wieder zurück arbeiten, finde vielleicht den einen oder anderen Fehler, den ich nicht mehr sehe, wenn ich die ganze Zeit, sag ich mal, auf 10 cm an meinem Projekt umblicke. Dann schauen wir weiter. Zur Modularität eigentlich von meiner Werkstatt gehört auch dies dazu. Das ist mein Bürotisch. Mein Computer-Setting, auf dem ich dann Videos schneide, auf dem ich zeichne oder eben auch meine Posts mache, Instagram, Facebook und so weiter. Der ist zuerst dahinter gestanden. Auch der ist einfach auf 4 Rollen drauf. Das heißt, wenn ich nicht mache, schiebe ich ins Vorhaus oder ins Treppenhaus, wo er geschützt ist vor Staub und so weiter.
Und wenn ich dann länger arbeiten möchte, mehr Zeit brauche, dann schiebe ich mir da aus in die Werkstatt, habe einen feinen offenen Raum, kann mit Licht draußen arbeiten und dann lässt sich das super aushalten. Auf zum nächsten! Und natürlich kann man da ab und zu mal spülen. Dann auf dieser Ecke sehen wir das erste Mal den Wechselbank. Das ist ein Stratus FU230. Die habe ich mir auch schon vor doch einigen Jahren besorgt. Der Achsel, muss man zuerst sagen, ist eher so, Schüsseln mache ich mal für mich. Ist ein bisschen ein Hobby, ab und zu. Da bin ich nicht gut. Komme ich leider viel zu selten dazu. Ich brauche es, oder am meisten brauche ich die Achselbank eigentlich so für so Sachen über Nikola stecken, dass ich so Übergangsstickerl mache. Ganz viel Zapfen mache ich oft. Zum Beispiel bei Kamperlmasken, wo so die kleinen Händel drauf sind, da tragseln wir mal da einen Zapfen zu, in verschiedenen Größen, obwohl ich einen schönen Herdwasser schnitzen kann. Hinten eine kleine Halterung für meine Masken. Werkstattradio, ganz wichtig. Und drunter haben wir nochmal Wüden Kuddelmuddel. Also, ihr seht, ich brauche noch ein bisschen Lagerraum, da muss ich auch ein bisschen schauen. Da drunter habe ich schon in den Videos gesehen, meine Kopiersäge. Ja, ist recht neu, ich glaube einen Monat ungefähr. Genau. Und jetzt der Werkbank. Meine Werkbank. Was ist das? Das untere Stück, die Werkbank selber, habe ich immer gemacht. Mit den ganzen Schuhen und so. Da passt irrsinnig viel Material rein. Allein den oberen Schuhen ist alles drei, was ich zum Farben brauche. Die ganzen Formen für die Masken, einige verschiedene Öle, Harze. Ja, da passt nichts extrem viel rein. Drunter ist wieder so ein Schuh, wo nur gerade oben drin ist. Und da drüben haben wir wieder was zum Auspolstern und dann. Dann dieses Kastel herum, tritt 2 cm. Das Kastel da oben hat mein Papa gemacht. Das ist tatsächlich in meinem Kinderzimmer drin gewesen. Das ist immer mein Bett gewesen, dazu war es. Ja, muss ich sagen, ein Kastel voller Werkzeug, Form und Grautschraufen, sage ich mal. Aber alles, mir ist immer wichtig, dass ich alles möglichst griffbereit habe, oder? Jetzt da habe ich jede Menge Schleifzeug, Schleifteller von Japanzahler, von Apotheker, so einen kleinen Fräser und Ersatzbandel. Wurzelpapier, Schlauchwerkzeug und so weiter. Auf den Seiten sind die Bohrmaschine und der Schlagbohrer drauf. Der Schwanzlack und alles Mögliche. Und in dem Kasten haben wir nochmal die Flexen und die ganzen Aufsätze für die Winkelschleifen, was das gleich ist. Dazwischen sind gerade ein Wurm, Akkus für die Kameras, ein paar verschiedene Aufnahmen für die GoPro. Und oben drauf ist eine ganz minimal kleine Ausstellung von verschiedensten Zeug, wo ich mir so zum Ausstieg habe. Was ich sage, natürlich was die wichtigsten Plätze in der ganzen Werkstatt, die Sitzecken. Ein Tisch mit Eckbank braucht man doch in einer wirklichen Werkstatt. Jetzt seht ihr, am Tisch liegt nur ein Nikola-Stückchen. Das ist mein aktuelles Projekt. Sehr schön. Da hinten, wer sieht die grüne Maske mit dem weißen Strich, da würde ich wollen haben. Das war meine erste Kamperlmaske, was ich geschnitzt habe. In, sage ich mal, in einer Lebensgröße oder in einer Größe, die man aufsetzen kann. Anfang habe ich, oder meine ersten Sachen, was ich geschnitzt habe, das waren aber so kleine Delfine. Weil ich mir einfach gedacht habe, so in meiner Gedankenwelt war das relativ ein einfaches Motiv. Quasi in Holzmaserung, also die Delfine, was gerade rausgehupft aus dem Bann, die Schwanzflossen habe ich gar nicht wirklich geschnitzt. Das war nur so ein Spitzauffahrt mit der Rückenflosse, Seitenflossen und so ein bisschen der Spitzenlosen. Dann habe ich zwei oder drei so ungefähr Handtellergroße Kampermasken oder Kamper geschnitzt, Gesichter. Und dann war eben das eigentlich die erste wirkliche Maske. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich werde heuer 30. Das erste Masken geschnitzt habe ich mit 13.
Mit 13, 14 Jahren bin ich mal das geschnitzt. Also, 16 Jahre ungefähr. Seit 16 Jahren schnitze ich jetzt. Sehr schön. Meine Werkstatt habe ich jetzt gesehen. Ich habe drüben, also ich habe Luftlinie, sage ich mal 50 Meter von mir entfernt, wohnen meine Eltern. Da habe ich auch noch eine kleine Maschinenwerkstatt im Keller unten. Die allerdings, wenn ich vorher schon gehabt habe, die habe ich nur noch ein bisschen aufgerüstet. Ich sehe das eh ab und zu in so kleinen Videos oder in meinen Videos. Da ist eine Bandsäge drin, also ein Kreissaug drin, eine Hobelmaschine, Kappsäge. Also das sind eher so die Maschinen, so die Zimmerer, Tischlermaschinen drin. Da mein Vater irgendwann einmal Zimmerer gelernt hat. Ja, vielleicht, weiß nicht, ob es den einen oder anderen interessiert, zu meiner Wenigkeit ein, zwei Sachen. Ich habe Hauptschule gemacht, bin dann in die Landwirtschaftsschule in Hockum gegangen, ein Jahr. Nach dem Jahr habe ich dann Mechaniker gelernt. Ja, das passt jetzt nicht ganz mit dem zusammen, was ich aktuell tue. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich gerade zur Hauptschulzeit, da war so das Need for Speed, Fast in the Furious und so voll geil. Und dementsprechend wollte ich unbedingt Mechaniker werden. Wollte da so, was wollte ein Auto aufmutzen und so. Hab dann Mechaniker gelernt, hab ziemlich schnell gemerkt, das ist nicht mein Fall. Hab eigentlich auch ziemlich gleichzeitig oder eigentlich vor der Lehre schon so ein bisschen Kampfmasken geschnitzt. Und hat aber, es hat aber zu mir immer geheißen, also es hat damals immer geheißen, aus Schnitzer kann man nicht überleben, also ist das keine Berufswahl. Sicher nicht, anders. Aber okay. Und habe ich noch Mechaniker gelernt, nach 3,5 Jahren. Lehrzeit bin ich gleich Außendienst gekommen, dann bin ich bei der Straßenmeisterei, also ich habe bei der Straßenmeisterei gelernt, bin aber bei der Straßenmeisterei geblieben. Bin dann im Sommer Kanal rumgefahren, im Winter Winterdienst, Schneepflug fahren, Salzstrahlen und so weiter. Und jetzt seit 3,5 Jahren etwa bin ich jetzt selbstständig mit dem Schnitzen. Also, wie es meine Sachen jetzt gleich schon kennt, wie ihr es gesehen habt, mit so einem Teil Campusmasken, mit den Figuren, lebensgroß bis 30 cm, sag ich mal. Genug kleiner mag ich es nicht. Aber ich mache genauso mal einen Bundruck. Ich habe schon, ich habe einmal aus einem Baum eine Stirn rausgeschnitten und so weiter, also alles Mögliche. Ich habe gesagt, mir ist es wurscht, ich mache alles, Hauptsache es muss nicht gerade sein. Nein, und jetzt mal so bin ich total happy, dass ich jetzt eben seit 3,5 Jahren selbstständig sein kann mit dem Ganzen. Und immer wieder eigentlich meinen Traumjob ausüben darf. Und jetzt nehme ich eigentlich auch noch wieder auf der ganzen Sache. Ich hoffe, euch gefällt so die Einblicke, was ich ab und zu da in meine Werkstatt gebe, in meine Projekte gebe. Und so würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch irgendwas noch interessiert, meldet euch bitte, schreibt es mir in die Kommentare, Facebook, Instagram, ganz gleich, wo es euch am nettesten ist. Und wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag noch, oder? Dazu sei gesagt, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere sehen will. Ich mache jetzt auch immer wieder mal so kleine YouTube-Shorts. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst den Abo-Button da und man sieht also unter der Woche wieder mal so kleine Highlight-Clips, Blödsinn-Clips, was mir halt mal einfällt und was auf 15 Sekunden aufgepasst. Super, danke schön, dass ihr dabei gewesen seid. Enker, Witzkunst, ihr Sebastian.